Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet and Clank. Ja, wir sind gerade mitten in einem Bosskampf, deswegen bin ich im Ladebildschirm und ich will auch gar nicht zu lange reden. Deswegen geht's sofort weiter und tschüss. Tschüss, sag ich schon. Und weiter geht's. Übrigens, den sollten wir hier, sollten wir immer haben. Der ist eine gute Verstärkung. Wo gerade direkt vor mir ist, kann ich auch direkt den Verpixler nehmen. Verpixler ist so geil. Boah, aber so kann man den Angriff irgendwie schlechter ausweichen. Das heißt, weiter mit dem Brenner drauf. Bisher läuft schon mal besser als in der letzten Folge. Okay, Leben auffüllen schnell. Munition auffüllen. Jetzt benutzen wir den hier. Diese kleinen Viecher zu erledigen. Die kleinen Viecher sind zu mächtig. Also können sie mich nicht erreichen, glaube ich. Das fette Viech ist wieder da. Hier ist es wieder da. Das ist den hier. Kurz kaputt machen. Dann wieder auf das fette Ding. Lass mich in Ruhe. Du fettes Rindvieh. Ich hoffe, wird mein Button-Smashing nicht zu laut. Ja, daran bin ich ja letztes Mal gestorben. Okay, keine Munition mehr. Erstmal 9 hiervon und jetzt. Okay, davon habe ich jetzt nichts mehr. Okay, Panik. Okay, er hat Schaden genommen. IQ-Punkte. Oh, erstmal Munition. Die benutze ich den Flammenwerfer. Oh. Kann nicht gegen das Viech, Riesenviech kämpfen, sondern auch welche von den Kleinen hier sind. Ich kann nichts machen, ich sehe nichts. Zu viel Lava. Wenn die ganz Kleinen wenigstens nicht schneller als ich. Leben, okay. Die scheinen alle erledigt zu sein. So. Zuerst. Mr. Zulkon. So. Auch keine Munition mehr, verdammt. Jetzt den Verpixler. Oh oh. Ich könnte es, ich hab's gleich gerissen. Gleich habe ich. Der Verpixler ist gleich leer. 1% Leben hat er noch. Irgendwas, irgendwas. Das muss ausreichen. Ich hab's besiegt. Boah. Schwerer Bosskampf. Ich weiche, bitte tu mir nichts. Doch. Sag uns was. Sag uns was du. Sekunde. Sag uns was du über Drakes Plan weißt. Wow. Danke. Ja. Das, was er sagt. Ich gebe euch diesen Infobot. Ja, du passt auf den auf, Kumpel. Ich brauche eine kurze Pause.
Hallo, Blattdummköpfe. Wenn ihr diesem Infobot zuschaut, wurdet ihr ausgewählt für den Beta-Test meiner neuesten Erfindung. Das XK81-Düsenpack. Bei den ersten Tests gab es zwar ein paar Rückschläge, aber zum Glück konnte ich sämtliche Macken beseitigen. Jetzt könnt ihr mit dem XK81-Düsenpack den Himmel durchqueren und seid so im Vorteil gegenüber den Dummköpfen am Boden. Das XK81-Düsenpack. Sofort erhältlich in unserer Basis auf Jasper. Dr. Nefarius ist nicht verantwortlich für Tod, den Verlust von Gliedmaßen oder irreparablen Schäden am Nervensystem. Ich finde es so genial. Wir haben gerade das Schnaggelmonster besiegt und erfahren, was Greg vorhat. Wirklich? Das ist aber unglaublich super. Ja, wollt ihr uns loswerden, nicht wahr, du Bastard? So. Und das so gesundes Ab in die Lava, nicht Spaß. So, ich hole noch hier kurz die Munition. Sehr verpixelt, das ist ganz gut, aber... Boah, ich habe kaum Waffen. Munition für gute Waffen. Ich nehme erstmal das hier. Dann geht's weiter. Hier ist wieder so ein Kartenpack. Was ich hier auch sofort öffne. Zack. Und... Einmal Widget und einmal den Rausschmeißer. Super. Der Satz ist komplett. Ich glaube, es sind auch zum Teil Waffen aus anderen Spielen. Der B6 Tickler war bei Widget und Clank hier 3 eine der besten Waffen. Okay, Bonus für vollständigen Satz. Schaden der Schmelzbombe Omega-Variante zum Kauf im Herausforderungsmodus frei. Was? Keine Ahnung, ist mir egal. Würde ich sagen, wo fehlt mir nur noch eins hier? Dann tausche ich das gegen die Duplikate aus. So. Schade, den Junior Omega Variante zum Kauf im Herausforderungsmodus frei. Ah, jetzt verstehe ich, was das ist. Wenn ich das sammle, kann ich im Herausforderungsmodus, das ist quasi so wie Hardcore, am Ende, wenn ich das nochmal für mich privat durchspielen will, außer ihr wollt das noch sehen, kann ich das dann so benutzen. Ist das eine stärkere Variante? Da wollte ich schon Clank 3 war es so, dass das zum Beispiel man hatte, sagen wir, erstens man konnte von Level 100 auf 200 kommen und keine Ahnung. Das war noch nicht alles. Klänge zur Erkundung losschicken. Ah, das kann man auch machen. Ja, das war ja der Weg hier. Ja, wir haben davon auch andere Sachen vor. Erstens, Munition und Leben auffüllen. Zweitens, der Verpixler, der mir sehr gut gefällt. Die Reichweite erhöhen. Und dann noch den Wirkungsbereich. So. Dann, was gibt's hier? Hier ist zurück irgendwo hin. Da würde ich zuerst Clank hier mal durchlassen. Dann was anderes. Dann geht's mit dem anderen Weg weiter. Kundas Gebiet jenseits der Luftschleuse. Clank hat nur 5 Leben. Diese Gegner können für den schon tödlich sein, wenn man nicht aufpasst. Deswegen muss man mit ihm hier ganz gut aufpassen. Boah. Ah. Okay. Mit ihm macht man eher so die Rätsel und weniger Kampf. Er hat ja auch keine Schusswaffe. Was ist das denn? Wow! Was für ein glücklicher Zufall. Es ist ein Gadgetbot-Aufrüstungschip. Ah, ich wette, damit kriegt er irgendwie neue Fähigkeiten. Dank meiner Ausrüstung kann ich diese Gadgetbots bestimmt umprogrammieren. Wie läuft's da draußen, Clank? Ich habe einen neuen Apparat. Oh Mann, was ist es denn? Versa-Greifer? Hi. Na, ein von diesen neuen gravomatischen Ionen. Ah. Du weißt,
Bastian, du musst alle Funde teilen. Ich glaube, die hier werde ich selbst behalten. Danke. Aber es gibt noch einen Geräteprototypen in der Nähe. Ich besorge ihn dir. Na schön. Lass mich raten. Hier muss ich jetzt so einen Sprung-Heini machen. Hä? Ah, cool. Ein Brücken-Heini. Hallo, stirb. Flieg, du bist frei. Gadgetbot zerstört. Respawn läuft. So, was soll ich mit dem hier machen? Muss ich den hier irgendwie auf die andere Seite werfen? Schaffe ich das? Ich kann die umprogrammieren, glaube ich. Der Brückenbot. Sehr beeindruckend. Die dürfen mich sogar fast instant killen. So, schön Geld holen. Die Scherben. Kurz zu Säulen machen. Dann können wir auch schon hier rüber. Dank meiner Ausrüstung kann ich diese Gadgetbots bestimmt umprogrammieren. Wow, was habe ich denn gerade gemacht? Was meinte er? Hallo? Muss ich denn jetzt lang? Also mich hat, ich muss jetzt den hier nehmen und damit irgendwas machen. Oh. Doch nicht? Okay. Ich muss sicher einen von diesen Brückenhainis mir mitnehmen. Und den dann zum Energie machen. Ich wette den hier. Ja. Den mache ich dann zu so einem Energiebot. Ah, so kleine Rätsel. Energie. Apropos Energie. Ich würde sagen, da die Parts ja nicht zu lange bleiben dürfen, würde ich also sagen, mache ich das hier noch schnell und dann beende ich auch den Part. So, den zum Energiebot machen, den gegen die Wand schmeißen, den hier mitnehmen, den auch zum Energiebot machen, den Strom anschalten, hier das Geld einkassieren und dann würde ich sagen, beende ich den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Widget & Clank. Tschüss!